Hallo und so und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Ja, was ich erstmal sagen will, ich möchte ehrlich sein, dieses Spiel fängt an, mich ziemlich, und zwar wirklich ziemlich zu nerven. Eigentlich hatte ich heute nicht mehr wirklich Lust aufzunehmen, aber ich hatte gerade so ein Gespräch und so, mit dem lieben Yuma258. Und da haben wir so darüber geredet, ja, wo ich gerade bin und so. Und ich habe ihm gesagt, wo ich gerade hänge, beim letzten Mal und so. Ich bin übrigens hier, weil ich Feen aufsammeln will und so. Zwei habe ich schon, darum habe ich die eine einfach so aufgesaugt. Naja. Jedenfalls hatten wir gerade so ein kleines Gespräch. Ich habe gesagt, wo ich hänge. Dann habe ich selber nochmal ins Spiel geguckt und habe gesehen, ach, jetzt sehe ich auf einmal, wie es weitergeht. Ja, ich habe es selber rausgefunden. Also, den Lösungsweg. Dazu sage ich gleich was. Ja, und dann haben wir so ein bisschen weiter gechattet und er meinte dann, ja, so in drei Parts bist du beim Boss. In drei Parts. Also, ja, da kann ich doch nur... Ha! Also, ha! Ja, also, nein. Das lasse ich mir doch nicht bieten. Also, nee. Drei Parts auf keinen Fall. Das schaffe ich locker in 2,5. Ja. Hey. Ich wollte nicht zurück in den Teleporter. Na, egal. Ja, jedenfalls, es wird doch gelacht, wenn ich es nicht schaffe. Also, unser Ziel ist, wir müssen dahin. Wir haben einen Schlüssel, aber ich weiß überhaupt nicht, wie wir dahin kommen. Natürlich weiß ich es jetzt. Denn, man muss hier hoch. Dann muss man hier rum. Falsch. Man muss hier raus. Dann muss man dahin und da. Moment. So, genau. Und nun muss man durch diesen brickligen Boden durchfallen. Ja, richtig. Das muss man tun. Und ernsthaft. Soll das etwa eine Lernkurve sein? Also, wirklich alles, was wir bisher im Spiel gelernt haben, sagte uns, meide diese brickligen Böden. Warum zur Hölle müssen wir jetzt durch diese Böden durchfallen? Das ergibt keinen Sinn. Ich mach's jetzt natürlich, aber... Naja, das ist... Was ist das? Das ist doch... So macht man keine Spiele, Leute. Also, das sind so Sachen, die mich langsam echt anfangen zu nerven. Also, ja, ich glaube, wenn dies hier nicht mein erstes Let's Play wäre und wenn ich nicht schon so weit fortgeschritten wäre... Dann würde ich es möglicherweise abbrechen, aber naja, jetzt ziehe ich es natürlich durch, weil ich bin ja sowieso fast am Ende und es ist schließlich mein erstes Let's Play und das will ich zu Ende bringen. Ja, ich gehe dann genau auf die Sachen ein, die mir gefallen und die mir nicht gefallen haben im Abspann dieses Let's Plays, genau. Ja, denn es gab natürlich auch Sachen, die gut waren, aber irgendwie, ja, ich glaube, so eine negative Wertung bekommt das Spiel insgesamt von mir nicht. Aber, es gehört definitiv nicht zu meinen Lieblingsgames. Also, sagen wir es mal so. Also, nun kommen wir in diesen Raum. Ich habe kurz mal reingeschnuppert, aber das war wirklich nur ganz kurz. Ja. Ich weiß nicht. Hier sind schon wieder brüchige Böden und da dürfen wir gewiss nicht durchfallen. Ich wette, das war wirklich die einzige Stelle im ganzen Spiel, wo wir das mussten. Also... Echt mal, das ist keine sehr gute Lernkurve. Hier schweben wir mal rüber. Vielleicht kann ich den mit Pfeilen irgendwie bezwingen. Ja, kann ich. Was ich übrigens auch erfahren habe, die Lichtpfeile sind nicht stärker als die normalen Pfeile. Also, warte, Eva. Glücksfragment. Ist ja schön. Greifenmantel. Nochmal da drüber und, ja, dann gehen wir wohl hier rüber. Und darum. Und hier drunter. Nee, drüber. Egal. Oh, ich hätte gar nicht rausgehen müssen. Na gut, tja. Okay, also. Ich habe gehört, es soll hier noch eine Stelle kommen, wo ich etwas zu arbeiten hätte. Ja. Werde ich dann mal sehen halt, ne? Ups. Ja, ich werde vor allem an meiner Intelligenz arbeiten müssen. Das auf jeden Fall.
Also... Steine, die man verschieben kann. Wohinter ich noch keinen großen Sinn sehe, aber... vielleicht kommt es noch. So, wo führen uns diese Wolken hin? Vor eine zweite Bosstür. Moment, wie war das? Ich habe eigentlich den Masterschlüssel. Ich kann die Tür öffnen. Was? Okay, das ging mir jetzt ehrlich gesagt etwas zu schnell, aber... ist es das wirklich schon? Moment! Moment, Moment, Moment. Zurück. Sollte das ein Scherz sein, oder wie soll ich das interpretieren? Ich will nochmal runter. So. Da gibt's doch auch noch was. Was ist denn hier? Das verwirrt mich jetzt, weil... irgendwie sieht das so aus, als würde mich dieser Tornado dort zum Boss bringen. Und, das wäre mir dann ehrlich gesagt auch ein bisschen zu früh. Also, was ist hier los? Möchte ich jetzt wissen. Glücksfragment. Dankeschön. Was ist hier los? Wollen mich alle auf der Welt irgendwie, bin ich der Einzige, der nichts weiß von einer riesigen Verschwörung, die nur gegen mich ausgerichtet ist? Was ist hier los? Ich mache einfach weiter wie bisher und tu so, als hätte ich es gar nicht gemerkt. Also, macht ruhig weiter mit eurer Verschwörung. Sie interessiert mich gar nicht. So, also, hoch hier. Und nochmal. Und, nochmal. So, nochmal. Nochmal. Ist voll abwechselreich. Wir fliegen nach oben. So. Okay. Soll das wirklich schon der Boss sein? Ich habe 3 Feen. Gut. Gucken wir doch einfach mal, ne? Was? Zum? Was zum? Was? Ist das der... das ist der Boss. Heiliger Mist. Was zur Hölle ist das? Also, okay. Pluspunkt, das ist eine echt geniale Idee. Das kann man nicht anders sagen. Das ist echt super. Achso, soll ich jetzt... woanders hin? Ah, soll ich mehrere dieser Rochen-Dinger kaputt machen? Oder... oh. Au! Okay, das ist eine geniale Boss-Idee. Ups. Ich kann noch den Greifenmantel benutzen, um darüber zu springen, oder? Verdammt. Wenn ich genug Zeit habe, nachdem ich mein Schwert benutzt habe. So. Die erinnern an Flugzeuge, die Dinger. Au! Das macht die Sache nicht einfach. Hilfe? Ey! Was war das? Das ist nicht nett. So. So macht man das. Denke ich mal stark. Was ist jetzt los? Oh, ich habe sie noch nicht besiegt. Verdammt. Okay. Okay, der Rochen ist auch hin. Sonst glaube ich, dass es ein anderer ist. Okay. Ich bin wieder auf dem blauen. Ja, was sind das? Rochen? Sind das irgendwie... fliegende Dinger, die mich töten wollen. Ich glaube, das ist ein ganz passender Name. Okay, fliegendes Ding, das mich töten will. Dann töte ich dich mal. Und so. Ja. Was zur Hölle? Das ist eine echt gute Idee. Sowas hätte ich nicht mehr erwartet hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Au. Und es wird tatsächlich ein bisschen herausfordernd. Bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Na. Gut. Gut. Man muss doch hier ein bisschen Geschick beweisen. Wenn man es sonst nicht tut, so wie ich. Au. Ja, ich bin tot, aber ich habe eine Fee, also lebe ich. Also kannst du mich mal... ja, du kannst mich mal sowas von... und ich kann dich auch, nämlich töten!
So! Da guckst du, ne? Heiliger... Alter... Alter... Verwalter... Alter, verkalkter... Karnevalsparty-Veranstalter... Was ist hier los? Ich möchte gern auf dich rauf? Warum kann ich das nicht... Warum kann ich nicht auf den rauf? Ich möchte auf den rauf. Muss ich etwa den... Na... Ja, ich muss wahrscheinlich. Hey. Ich möchte auf dich rauf. So. Dankeschön. Warum bleibt er jetzt über dem roten Rochen? Naja, was soll's. War's das? Das war's noch nicht. Okay. Der blaue ist hin. Also anscheinend gibt's einen blauen und einen roten und ganz viele grüne. Oder es gibt drei rote und einen blauen und ganz viele grüne. Oder es gibt einen grünen, das bin ich, und ganz viele olivfarbene. Ich habe keine Ahnung. Die Augen müssen mal wiederkommen. Danke. Verdammt. Verdammt! Aber die kann ich doch auch so alle treffen. Nee, Moment. Wie mache ich denn das? Verdammt. Der ist anspruchsvoll. Aber echt mal drei Parts? Was sollte das denn? Das war doch ein Scherz. Hm. Also vielleicht, wenn es so heißen sollte, dass ich ihn, dass ich drei Parts brauchen würde, um ihn zu siegen, dann eventuell, aber glaube ich irgendwie auch nicht mehr. Denn das sieht ziemlich nach Tod aus, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Und irgendwie auch nach Cutscene. Holy? Echt mal, was sollte das jetzt? Ich fühle mich total... Mann. Das ist nicht nett. Also, was war das? Windelement erhalten? Ist das irgendwie auch ein Fake und kommt jetzt erst bald der richtige Boss? Was ist hier los? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Das Windelement enthält die Kraft, die Samen trägt und Früchte bringt. Was hat es mit Wind zu tun? Was? Herzteil, was hat das mit Zelda zu tun? Okay, das ist eine dumme Frage. Wisst ihr was? Vergesst mir die ganze Sache und ich gehe einfach in den Teleporter. Ich glaube, das ist das Beste für uns alle. Heiliger.